Geliebte Geschwister in Deutschland, ich bin hier jetzt hier mit euch im höchsten Norden von Uganda, in Karamoja, wo die Allerärmsten wohnen. Das kann man sich kaum vorstellen, mit welcher Bescheidenheit die Menschen hier leben. Und da möchte ich euch jetzt die erste Botschaft geben. Und zwar, was war Jesus wichtig? Was war Jesus am wichtigsten? Was war der Kern seiner Botschaft? Ihr Lieben, das lesen wir in Matthäus 6, 31 bis 33. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Und dann kommt der Kern. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ihr Lieben, ich lebe ein Leben dieser Wahrheit. Die Herausforderung, die Gott mir hier in Afrika gegeben hat, ist so groß, dass ich verrückt werden würde, wenn ich glauben würde, das ist mein Werk. Tausende Menschen zu füttern, Kinder zu kleiden. Also es ist einfach unwahrscheinlich, was Gott uns zumutet, wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Gott zu allem, wozu er dich beruft, auch alles dazu gibt, was du brauchst. Und so ist das für mich die Kernaussage. Suchet zuerst. Und zuerst, also suchet heißt, trachtet danach. Suchen kann recht anstrengend sein, ihr Lieben. Da musst du dich aufmachen. Es wird dir nicht zufliegen. Wenn du herumsitzt und suchst, das glaubt dir keiner. Du musst dich in Bewegung setzen. Und zuerst heißt, es muss das Wichtigste sein, wichtiger als alles andere. Also suchet, macht euch auf, das sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 28, geht hin, macht euch auf und macht zu Jüngern alle Nationen. Und nicht alle Denominationen oder Konfessionen, sondern alle Nationen. Die Gläubigen einer Nation haben die Berufung, aus dieser Nation einen Jünger zu machen. Und ein sehr begnadigter Evangelist hat einmal gesagt, gib mir 5 Menschen, nicht Männer oder Frauen, Menschen, 5 Menschen, die alles, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere, und ich werde mit ihnen die Welt verändern. Also, wir sollen was suchen? Unser Reich? Nein, sein Reich, das Reich Gottes. Und Gott hat, der Herr Jesus hat nie Wohlstand gepredigt, hat nie Wunder gepredigt. Er kannte kein Wohlstandsevangelium, denn im Reich Gottes ist Wohlstand normal. Es ist im besten Interesse des Königs, dass es allen Königskindern, also allen Untertanen, gut geht und sie gesegnet werden. In Sprüche 22,4 heißt es, der Lohn der Demut. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht. Und Gottesfurcht heißt auch nicht vor Gott zittern, sondern Gott respektieren, seine Ordnungen zu respektieren. Also der Lohn der Gottesfurcht und der Demut ist Reichtum, Ehre, Leben. Jesus kam, um uns Leben zu bringen. Und zwar das Leben in Fülle. In Fülle. Und Leben für mich ist nicht Geld. Leben für mich ist Beziehungen. Beziehung mit Gott, Beziehung mit mir selbst, Beziehung mit meinen Mitmenschen. Das ist Reichtum. Also suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Zufälle in meinem Leben geschehen täglich. Und manchmal werde ich vor Zufällen, was mir zufällt von Gott, fast erschlagen. Aber oft so überrascht. Könnt ihr euch viele Geschichten erzählen. Aber in Matthäus 9, 35 heißt es, und Jesus zog umher. Er kam in Bewegung durch alle Städte und Dörfer und lehrte.
in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Er predigte nicht Denominationen, er predigte das Evangelium des Reiches Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und ich glaube, dass das jetzt kommen wird. Ich freue mich schon so, wenn die Krankenhäuser nichts mehr zu tun haben, weil Jesus alle heilt. Und weil wir diese Heilung ernst nehmen und annehmen und ihm glauben und vertrauen. Denn was Jesus schon bezahlt hat, muss ich nicht mehr bezahlen. In Matthäus 10,7 heißt es, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe. Predige diese Botschaft, überall wo du bist, das Reich Gottes ist nahe. Und für alle Probleme der Menschheit auf allen Ebenen ist diese Botschaft die Lösung. Predige nicht zuerst Wunder, sondern predige Jesus. Predige, das Reich Gottes ist nahe. Und ihr Lieben, ich bin überzeugt, im Reich Gottes gibt es keine Armut mehr, keine Krankheit mehr. Im Reich Gottes gibt es keine Sünde mehr. Es gibt den Teufel nicht mehr, es gibt die Dämonen nicht mehr. Und wir sollen von ganzem Herzen dieses Reich Gottes suchen. In unserer Mitte, mit unseren Menschen, in unseren Familien. Ja? Also, lerne die geheimen Gesetze Gottes. Weil im Reich Gottes sind andere Gesetze, ihr Lieben. Da werden die Letzten die Ersten sein. Da heißt es, gib und du wirst empfangen. Im Reich Gottes gelten ganz andere Prinzipien. Und da würde ich euch vorschlagen, dass ihr das Buch euch besorgt, trachtet nach dem Reich Gottes. Ich glaube, in Amazon bekommt ihr das, dass der Pastor Daniel Exler mit seiner Gemeinde geschrieben hat, schon vor einigen Jahren. Damals wollte es noch keiner lesen, weil einfach die Zeit noch nicht reif war. Aber jetzt ist die Zeit reif. Wir brauchen jetzt ein neues Denken, und zwar Reich Gottes Denken. Nicht umsonst sagt das Wort Gottes, wir sollen unser Denken täglich erneuern. Durch das Wort Gottes, nicht durchs Fernsehen, nicht durch die Zeitungen, nicht durch die Medien, sondern durch das Wort Gottes. Ihr Lieben, wenn wir unser ganzes Denken auf das Wort Gottes ausrichten, dann fängt da oben Glauben an. Wenn wir die Medien anschauen, fängt da oben Angst an. Und Glaube, dem Glaubenden ist alles möglich, ihr Lieben. Und jetzt trennt Gott die Gläubigen von den Religiösen. Die Religiösen, die haben nie eine tiefe Liebesbeziehung mit Gott gehabt. Die haben nach Regeln und Gesetzen gelebt. Die Religiösen, ihr Lieben, haben jetzt das Nachschauen. Denn jetzt kommt die Zeit für die Gläubigen, die Gott glauben, die Gott beim Wort nehmen, die Gott ernst nehmen. Lukas 4, 42 bis 44. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus, Jesus, und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm. Und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Also Jesus musste das Evangelium predigen. Jesus musste, das war sein Auftrag. Und überall, wo er war, hat er Reich Gottes gepredigt. Hat er den Menschen verkündigt, was eigentlich der Plan Gottes für diese Welt ist. Und dann heißt es im Wort Gottes, und dieses Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, nicht allen Kirchen, zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. So, ihr Lieben, das Ende kommt erst, wenn wir Christen uns aufmachen und überall vom Reich Gottes predigen. Hört ihr mich? Das ist nicht für einige Besondere ausgedacht, sondern für jeden Gläubigen. Wir haben eine Botschaft. Wo immer du bist, solltest du ein Botschafter Jesu Christi sein.
Ein Botschafter Jesu Christi. Die Menschen sollten erkennen, dass du ein Reich vertrittst, das nicht von dieser Welt ist. Und die Bibel sagt auch, dass wir viele Katastrophen erleben werden, Erdbeben, Kriege, Verfolgungen. Aber das Ende wird erst kommen, wenn du dich aufstehen und diese Botschaft verkündigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Gott hat diese Erde in die Hände seiner Kinder gegeben. Gott hat mich vor einigen Monaten gefragt, Maria, durch wen herrsche ich auf Erden? Dann habe ich gesagt, ja, durch Menschen, die sich dir zur Verfügung stellen, die mit dir in einer Einheit leben, die einer besten Ehe nahe kommt, wo zwei eins werden. Ja, hat er gesagt, das stimmt. Und durch wen wird Satan herrschen? Ihr Lieben, auch nur durch Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und zwar steht dahinter oft die Liebe zum Geld, Macht. Also der Teufel sucht sich seine. Und Gott arbeitet mit denen, die erkannt haben, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht, in meiner eigenen Kraft. Aber Christus in mir ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ihr Lieben, bisher haben wir Reich Gottes gelebt oder geglaubt zu leben. Gebetet haben wir ja brav, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann sind wir rausgegangen aus den verschiedenen Kirchen und haben gelebt. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Ihr Lieben, diese Zeit ist vorbei. Damit haben wir nur unsere eigenen Königreiche gebaut. Ganz gleich, ob weltliche oder geistliche. Auch alle Konfessionen, ihr Lieben, wurden auf diesem Fundament gebaut. Ja, also es geht, Gott hat das Ende nicht den Terroristen gegeben, den Kriegen, den Naturkatastrophen, sondern seinen Kindern, dass sie diese Botschaft predigen vom Königreich Gottes. Und da geht es um einen König. Ihr Lieben, das Reich Gottes ist keine Demokratie, sondern ein Königreich. Und da geht es um einen König, da geht es um ein Königreich, um eine Königreichfamilie, um eine Königreicherweiterung, um ein verlorenes Königreich, um ein wiedergewonnenes Königreich, um ein wiederhergestelltes Königreich, nicht um ein Programm, nicht um eine Religion. Im Psalm 45, 7 heißt es, den Thron, oh Gott, dein Thron, oh Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Geradheit und das Zepter deiner Herrschaft. Amen. Ja, ihr Lieben, es geht darum, dass wir dem Herrn Jesus erlauben, sein Reich zu bauen. In unserer Mitte. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir als Christen, das heißt, die wirklich mit Jesus so leben, dass wir ein Ausdruck seiner Gegenwart werden, dass wir beeinflussen sollen alles auf dieser Welt. Ob das die Mode ist, ob das die Kindererziehung ist, ob das die Landwirtschaft ist, die Viehzucht, ob das das Gesundheitswesen ist. Ihr Lieben, Gott möchte auf allen Gebieten Reich Gottes bauen. Und wir müssen zurückkommen zu den Ordnungen Gottes. Im Psalm 103, 19 und 20 heißt es, der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen, an Kraft Täter seines Wortes, dass man hörte auf die Stimme seines Wortes. Amen. Ihr Lieben, wir haben uns angepasst, dieser Welt. Aber als Christen sollen wir uns nicht dieser Welt anpassen, sondern wir sollen unsere Umgebung verändern. Wir sollen, ja, da hat Gott mich hier in eine richtige Schule des Heiligen Geistes geführt. Ich bin dauernd in der Universität des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Und zwar hat er mir in Uganda alles verfluchte Gebiete gegeben. Darauf haben Hexer gewohnt, bezahlte Mörder. Es waren Gebiete, wo keiner gesehen werden wollte. Und ich habe diese Gebiete bekommen und habe immer erst erfahren, was ich wieder bekommen habe, nachdem ich schon alle Unterschriften auf den Papieren hatte. Und immer wieder habe ich gesagt, Herr, habe ich eine Warnung übersehen? Sagt er, nein, ich möchte, dass du aus dem Gebiet ein Reich Gottes machst.
Zum Beispiel das erste Gebiet, das er mir gegeben hat, ein großes Land, wurde mir sogar ja, geschenkt. Und als ich alle Papiere unterschrieben hatte, bin ich drauf gekommen, dass das ein extrem verfluchtes Gebiet ist. Ganz viele Hexer dort wohnen, bezahlte Mörder, viele Schlangen. Niemand wollte in der Gegend gesehen werden. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich machen? Was hast du mir da gegeben? Er hat gesagt, verändere es in ein Reich Gottes. Bring Reich Gottes in diese Gegend. Ich habe gesagt, ja, wie soll ich das machen? Er sagt, ich werde dich Schritt für Schritt führen. Und dann haben wir begonnen, das Land zu roden. Und ich habe gläubige Mitarbeiter bis zur letzten Putzfrau, sind alles Christen, auch meine Landarbeiter. Und so haben die angefangen zu roden. Nach kurzer Zeit kommt der höchste Zauberer, der in diesem Gebiet gewohnt hat, zu meinem Team und sagt, wir werden jetzt bald ein Schaf opfern, damit du und die Mama Maria sterbt. Meine Mitarbeiter sind sehr schlagfertig und der Mitarbeiter, ein tiefgläubiger Mann, sagt, was? Ein Schaf? Fangt an mit 100. Tschüss. Und sie gingen weg von diesem Mann und haben nur täglich gebetet. Sie haben gesagt, der Mama Maria dürfen wir das nicht sagen, weil die kennt sich noch nicht aus hier mit unseren Problemen in unserem Land. Aber sie haben nur gebetet jeden Tag, Herr, durchdringe diese Dunkelheit mit deinem Licht. Und es waren keine 3 Wochen später, dass dieser Mann auf einem der Pfade durch diese 80 Hektar Land, die wir bekommen haben, tot aufgefunden wurde, ohne menschliches Eingreifen. Und in den kommenden Wochen sind noch 2 weitere sehr bekannte Hexer, die dort gewohnt haben bei uns, tot in ihren Betten aufgefunden worden, ohne menschliches Eingreifen. Und dann hat die Furcht Gottes diese Gegend ergriffen. Viele sind dann weggezogen, vor allem die bezahlten Mörder. Wisst ihr, wenn ihr zum Beispiel in der Hauptstadt in Kampala jemanden nicht leihen konntet, musstet ihr nur ein Foto bringen von der Person, das Geld, die Adresse und am nächsten Tag war der weg und keiner wusste, wieso und wie das geschehen ist. Ja, dann sind viele weggezogen und der Rest hat sich dann bei uns in der Gemeinde noch bekehrt. Heute ist es wirklich ein Herrlichkeitsland geworden. Es leben dort über 2000 Menschen, wir haben Schulen dort, wir haben Landwirtschaft dort, wir haben, ja, also es ist wirklich, die Leute kommen und sagen, hier ist Reich Gottes. Wisst ihr, wir sollen, alles wo du bist, soll beeinflusst werden durch die Gegenwart des Herrn. Denn du bist ein Botschafter und Botschafter, die vertreten ein anderes Land und die bringen alles von dem Land dorthin, wo sie sind. Und so sollen wir Reich Gottes Vertreter sein. Und wo du bist, soll alles besser werden, soll Licht kommen, soll Friede kommen, soll Freude kommen, ihr Lieben. Das Reich Gottes nimmt dir deine alte Geschichte weg und gibt dir eine neue Lebensdimension von Vergebung, Heilung, Befreiung, Friede, Freude, Geduld, Vollmacht, Autorität, einen neuen Lebenssinn, neue Lebenskraft, neue Ziele. Eine neue Heimat. Deine Staatsbürgerschaft ist der Himmel, nicht mehr die Erde. Du bist ein vom Himmel ausgesandter Botschafter Gottes, vom Reich Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, Partner Gottes, Mitarbeiter Gottes. Und alle Königreiche wollen den Willen des Königs tun. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Ihr Lieben, ich habe vor einigen Tagen, weil ich schon das Hitler-Regime durchgemacht habe, ja, ich wurde 1939 geboren, habe ich gesagt, Herr, was ist eigentlich, du sagst, dass denen, die dich lieben, alles zum Besten zusammenwirken wird. Ich sage, was ist denn eigentlich aus dem Hitlerreich Gutes entstanden? Dann hat er gesagt, der Staat Israel. Israel, und das ist die Verheißung für die Endzeit, dass die Juden wieder in ihrem Land leben dürfen. Und dann habe ich gesagt, und was wird aus dem
jetzigen Chaos weltweit das Gute sein? Da hat er gesagt, mein Reich, mein Reich. Ja, ihr Lieben, es ist ein Königreich des Herzens. Da, also, es gibt hier, alles wird neu werden, ihr werdet sehen. Wir werden beeinflussen alle Bereiche der Welt. Danach schreit ja die Welt wirklich, dass Beeinflussung kommt. Im Psalm 115, 15 bis 17 heißt es, ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Und wisst ihr, er will durch uns herrschen. Und ich habe schon gesagt, er hat mir gesagt, er, Gott, herrscht durch Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die nicht ihren Willen durchsetzen wollen, sondern den Willen Gottes auf der Erde freisetzen wollen. Dann hat er mich gefragt, und wer wird Satan? Durch wen herrscht Satan? Und dann, ja, auch durch Menschen, auch durch Menschen. Verführte Menschen. Und zurzeit, glaube ich, steht ihm eine ganz große Elite zur Seite, um hier Verwirrung auf diese Erde zu bringen, um Lügen, um, ja, es ist ein riesiges Gebäude von Täuschung und Manipulation und letztendlich steckt dahinter die Macht Satans und er ist ein Mörder. Und das werden wir noch erkennen. Er ist ein Durcheinanderbringer, ein Mörder. Er stiehlt, er raubt, er lügt. All das erleben wir jetzt in einem Ausmaß, glaube ich, wie noch nie zuvor. Und da dürfen wir nicht die falsche Quelle anzapfen, sondern beim Wort Gottes bleiben. Denn es heißt, ihr seid vom Herrn, ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Himmel sind die Himmel des Herrn und die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Nicht zu ihrer Verherrlichung, sondern zur Verherrlichung Gottes. Denn Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und wisst ihr, ich habe jahrelang gebetet. Schon als kleines Mädchen, ich war, glaube ich, 10, 11 Jahre alt. Meine Jugend war ziemlich, ja, traurig. Und so habe ich gebetet, Herr, ich glaube, du hast einen Traum für jeden von uns. Ich bitte dich, lass mich nicht sterben, bis ich den Traum, den du für mich hast, auf Erden erleben darf. Und ihr Lieben, ich hatte nie geglaubt, dass Afrika der Traum Gottes für mich ist. Ich bin so dankbar, in Afrika leben zu dürfen. Wo wir uns gerade jetzt befinden, ihr Lieben, das ist Karamoja, die allerärmsten. Und wie Gott mich nach Karamoja rief, wow, das war ein wirklich herausfordernder Gehorsamsschritt. Wir sind dann mit einem Team, mit zwei LKWs, Lobpreisern, mit Generatoren, mit Instrumenten, mit Scheinwerfern, sind wir heraufgefahren in diesen höchsten Norden und haben dort in der Pampa unter vielen, vielen Bäumen, die wie Schirme waren, haben wir gepredigt, haben wir Lobpreis gemacht, haben wir proklamiert, das Land Jesus zurückgegeben. Denn hier ist sehr viel Zauberei und sehr viel Mord in diesem Norden. Das sind Leute, die sind Viehzüchter. Die Erde ist hart wie Beton, da wird nie etwas angebaut. Sie leben rein von der Milch und vom Kuhfleisch. Und ganz viel, viel Hexerei. Und da haben wir angefangen. Und heute steht hier eine Volksschule für 700 Kinder, die gerade fertig gebaut wurde. Da rechts drunten ist ein Kindergarten für 300 Kinder. Wir haben hier ein Dorf gebaut für arme, alte Menschen. Gestern waren wir dort, es war eine Wonne zu sehen. Über 100 haben gestern ihr Leben Jesus übergeben. Und diese Leute sind zwischen 70 und 100 Jahren. Also ihr Lieben, wir haben den Auftrag, auf diese Welt das Reich Gottes zu bringen. Meine Frage an dich jetzt ist, willst du dich Gott zur Verfügung stellen als sein Botschafter auf dieser Welt? Und bist du bereit, dich als Botschafter vom Heiligen Geist
zubereiten zu lassen. Denn ein Botschafter vertritt nicht mehr seine eigenen Ideen, sondern die Ideen des Landes, das er vertritt. Und wir vertreten das Reich Gottes. Und ihr Lieben, dann wird es so einfach, so einfach. Muss ich euch nur was ganz Kleines sagen. Heute früh, also wir sind jetzt da in Karamoja, weil wir hier eine große Weihnachtsaktion gemacht haben und auch den Abschluss unserer Jüngerschaftsschule. Und dann habe ich in der Früh gesagt, und ich sage jeden Tag, Herr, was willst du heute auf deinen Körper hängen? Ja? Jahrelang habe ich das Problem gehabt, was soll ich anziehen in der Früh? Aber jetzt weiß ich, das ist auch nicht mehr meine Entscheidung. Ich will den Willen Gottes auch hier tun. Was willst du heute auf deinen Körper hängen? Und dann hat er mir dieses Kleid gezeigt. Und jetzt sagen meine Fotografen hier, das ist wunderbar, wie du dich heute gekleidet hast, genau passend zu der Farbe dieses Hauses. Das sind Kleinigkeiten, wisst ihr? Aber Gott führt uns in den kleinsten Details und in den größten Sachen. Ich habe schon gesagt, wie ich gekommen bin nach Uganda, ich wollte wieder zurückfliegen, weil die Not so groß war, dass ich nicht wusste, wo anfangen. Und dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Ach, das war erlösend. Wir sind nicht der Erlöser. Diese Position gilt Jesus alleine. Und dann habe ich gesagt, ja, was tue ich dann? Hat er nur gesagt, jeden Tag, was ich dir zeige. Und so mache ich mich jeden Tag auf und bereit, vom Herrn zu hören. Und sage, Herr, was ist unser Abenteuer heute auf dieser Welt? Wie möchtest du heute mit mir Reich Gottes auf diese Erde bringen? Und ihr Lieben, was in unseren Ländern geschieht, ist in unserer Hand, in den Händen der Kinder Gottes. Was wir öffnen, was wir binden, was wir lösen, was wir schließen, was wir stoppen, was wir erlauben, wird im Himmel genauso gemacht. Wir haben Autorität in Jesu Namen. Die Kultur des Himmels soll unsere Erde überfluten. Nur ein Punkt, ihr Lieben, Matthäus 6, 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Vergehungen nicht vergeben. Ihr Lieben, wir haben sie in der Hand. Das größte Zeichen der Liebe Gottes war, als Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das musste ich auch schon öfters in meinem Leben sagen. Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Und das war der größte Liebesbeweis Jesu. Er hat den Menschen, selbst die ihn gekreuzigt haben, nicht nachgetragen. Ja, ihr Lieben, wir sind das Salz der Erde. Und Salz bringt Geschmack, Salz bringt Leben, Salz reinigt, aber es schmerzt auch in den Wunden. Salz schmilzt Eis, Salz macht alles besser. Also ich bin kein Mensch, der salzlos essen möchte. Wir mussten es einige Zeit in der Familie, weil mein Vater schwer nierenkrank war. Das war eine sehr langweilige Mittagszeit immer, dieses salzlose Essen. Aber wir sind das Salz. Wo immer du bist, sollten eisige Herzen schmelzen. Sollten Menschen mit Wunden Reinigung bekommen, Heilung bekommen. You know, Salz ist ein wunderbar, ist so klein, aber hat solche Auswirkungen. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Wo du bist, soll alle Dunkelheit fliehen, weil du das Licht der Welt bist. Weil du das Licht Gottes wieder spiegelst. Weißt du, wir sind wie der Mond, der die Sonne reflektiert. Und wir sollen die Monde der Welt sein, die den Sohn reflektieren. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind neue Menschen in Jesus Christus. Wir sind nicht mehr die Alten. Wir sind geboren mit einer neuen Natur, mit der Natur Jesu Christi. Und ihr Lieben, das ist jetzt unser Auftrag. Keiner kann sich mehr hinter einem Pastor verstecken oder hinter einer Konfession oder hinter gar nichts. Denn wir sind die Vertreter Jesu Christi. Jeder von uns. Jeder von uns. Und dazu braucht es eben eine innige, intime Liebesbeziehung mit Gott.
dass du Gott mehr liebst als alles andere und die Sünde mehr hasst als alles andere. Dann wird Gott mit dir und mit mir die Welt verändern. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wie es noch nie war. Ich glaube, wir haben sogar Sodom und Gomorra schon überschritten mit den Gräueltaten, die in der Welt geschehen. Und so, ihr Lieben, macht euch auf, stell dich Gott zur Verfügung. Und er braucht nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Er braucht nur deine Bereitschaft. Herr, hier bin ich. Baue durch mich Reich Gottes. Lass durch mich dein Reich auf dieser Welt sichtbar werden. Und du wirst sehen, wie Gott dich dann segnet. Zum Beispiel haben wir jetzt schon über 400 riesige Gebäude gebaut. Krankenhäuser, Kinderhäuser, Schulen, Kindergärten. Und jedes Haus gibt mir Gott in einer Vision. Kurz vorm Aufwachen sehe ich wieder ein Gebäude. Alle Gebäude sind anders. Und dann ganz stümperhaft zeichne ich es auf. Ich habe schon einen Zettel auf meinem Nachtkästchen liegen. Und meine Mitarbeiter sind überzeugt, dass ich Architektur studiert habe. Und da sage ich immer, keine einzige Stunde, ihr Lieben. Aber ich habe, der beste Architekt der Welt lebt in mir. Und der kann mir diese paar Häuschen zeigen. Oder diese Krankenhäuser, haben wir schon viele gebaut. Kirchen. Kann mir zeigen, was er möchte. Und dann wird Jesus durch dich verherrlicht. Ich stehe genauso staunend vor der ganzen Entwicklung von Vision für Afrika, wie jeder Besucher, der kommt. Ich kann immer nur sagen, danke, danke, danke. Und Gott möchte dich in ein Leben führen, wo du anfängst zu staunen über das, was Gott durch dich machen wird. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, wenn du sagst, Herr, was ist das Abenteuer heute für dich und mich auf dieser Welt? Und dann bist du sehr überrascht. Viele Abende sage ich, Herr, war das jetzt eine Woche oder ein Tag? Ja, aber es war ein Tag. Aber Gott kann dein Leben füllen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Gnade, mit seiner Weisheit, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, wie nichts auf der Welt es dir geben kann. So stell dich Gott zur Verfügung. Gib dich dem Herrn hundertprozentig hin. Denn ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Genauso wie du nicht halb schwanger sein kannst, halb verheiratet. Manche leben zwar so, als wären sie nur halb verheiratet. Aber die Ehe ist auch eine Exklusivbeziehung, wie die Beziehung zu Gott eine Exklusivbeziehung sein soll und sein wird, wenn du dich ihm hundertprozentig zur Verfügung stellst. Hundertprozentig auf Luganda heißt Chikumi Kuchikumi und manchmal grüßen wir uns schon so. Chikumi Kuchikumi, yes. Also, Shalom, Shalom aus dem höchsten Norden in Uganda. Und ich freue mich schon, viele von euch bei uns begrüßen zu dürfen in den kommenden Zeiten. Shalom.